100 Jahre VfL Osnabrück. Mit freundlicher Unterstützung von Mediamarkt Osnabrück. 1899, vor 100 Jahren, beginnt die Geschichte eines Vereins, der immer wieder durch Leistung, Engagement und Leidenschaft seinen Namen über die Grenzen der Stadt Osnabrück hinausträgt, der sich trotz zweier grausamer Weltkriege und den damit verbundenen wirtschaftlichen Problemen immer wieder in die Herzen seiner Fans spielt. In dessen Reihen mit Matthias Billen, Heinz Flotho, Hannes Haferkamp und Theo Schönhöft vier Fußballnationalspieler zu finden waren. Bei dem selbst Welttrainer Udo Lattek sein Fußballdebüt gab und der mit Dr. Hermann Gößmann einen der höchsten Repräsentanten des deutschen Fußballs hervorbrachte. Erleben Sie auf diesem Video Emotionen und Euphorien eines Jahrhunderts. Blicken Sie hinter die Kulissen des VfL Osnabrück und lassen Sie sich verzaubern von den Geschichten vergangener Tage. Durchlaufen Sie die wichtigsten Stationen von der legendären Gardlage 11 über den sensationellen 5:4-Sieg im DFB-Pokal beim FC Bayern München bis hin zur heutigen Kommerzialisierung des professionellen Fußballs. Lila und weiß ist die Welt rund um die Bremer Brücke. Hier werden Emotionen geschürt und Träume gelebt. Der Aufstieg in die zweite Liga ist das gemeinsame Ziel. Durch den Heimsieg am letzten Spieltag der Saison 98-99 über Arminia Hannover und der gleichzeitigen Niederlage Lübecks gegen die stark aufspielenden Kieler kann die Meisterschaft in der Regionalliga Nord doch noch errungen werden. Und das muss gefeiert werden. Tausende Fans pilgern zum Osnabrücker Rathausplatz, um ihre Helden zu feiern. Der Traum zweite Bundesliga ist durch das Erreichen der Relegationsrunde in greifbare Nähe gerückt. Diese Bilder dokumentieren eindrucksvoll die Geschlossenheit der lila-weißen Fangemeinde. Seien Sie nun Gast bei der Gala zum Jubiläum des Vereins und genießen Sie die auf dieser Veranstaltung gesammelten einmaligen Impressionen. Fußball ist und bleibt ein Phänomen, das Stadien füllt und die Massen in seinen Bann zieht. Ein Volkssport, den fast jeder aus eigener Erfahrung kennt, der Gegensätze vereint, der Freunde schafft und der alle begeistert, unabhängig von ihrem sozialen Status. Kurz gesagt, Fußball ist Lebensgefühl. Die heutigen Verantwortlichen des VfL versuchen auf den gesellschaftlichen Wandel angemessen zu reagieren. Einerseits setzen sie nach wie vor auf Werte wie Tradition, Gemeinschaftsgefühl und Solidarität. Andererseits begreifen Sie aber gleichzeitig den VfL Osnabrück als ein modernes Unternehmen, das seinen Spielern, seinen Fans, seinen Sponsoren und den Menschen in und um Osnabrück verpflichtet ist. Der VfL Osnabrück hat in den vergangenen 100 Jahren viele sportliche Erfolge errungen. Diese haben sich nicht nur auf den Fußballsport bezogen. Auch im Tischtennis und im Basketball sind mehrfach deutsche Meisterschaften errungen worden. Eine perfekt funktionierende Gymnastikabteilung bedient bis auf den heutigen Tag den Breiten- und Gesundheitssport. Im Fußballbereich sind im Verlaufe der vergangenen 100 Jahre zahlreiche Jugend- und Junioren-Nationalspieler sowie vier Nationalspieler aus den Reihen des VfL Osnabrück hervorgegangen. Über die Erfolge der Mannschaften und Spieler wird im Verlaufe des Abends sicherlich noch einiges zu hören sein. Sie alle, liebe
Geburtstagsgäste sollten vom heutigen Abend unter anderem eines in Erinnerung behalten. Ein sportlich starker und wirtschaftlich gesunder VfL Osnabrück ist eines der wichtigsten Aushängeschilder für Osnabrück, seine Region und seine Bürger. Ein starker VfL lenkt die Aufmerksamkeit aus ganz Deutschland nach Osnabrück und ein starker und ein gesunder VfL Osnabrück schafft zusätzliches Wachstum für die Stadt. Dieser 100. Geburtstag, ein Tag, wie wir eben schon gehört haben. Ein Tag der Geschichte dieses Vereins, ein Tag der Erinnerung. Und wenn mir nicht nur wenige Minuten zugestanden wären, könnte man jetzt anfangen, in diesen Erinnerungen, vor allen Dingen auch in den Erinnerungen über die letzten Jahrzehnte, die ich ein bisschen miterlebt habe, natürlich geradezu zu schwelgen. Und wer könnte das besser als Edo Sausmikert, der seit über 60 Jahren dem VfL die Treue hält? 1938 macht Hannover 96 den deutschen Meister und im Jahr darauf haben wir den Niedersachsenmeister gemacht und Hannover war Zweiter. Und welche Position haben Sie gespielt? Ich habe erst in mehreren Positionen. Erst Mittelstürmer, dann links außen und meine Hauptaufgabe nachher um die deutsche Meisterschaft als linker Verteidiger. Wir hatten einen erstklassigen Trainer, Walter Holstein, der wirklich hervorragendes geleistet hat. Und im Jahr 37, 38 hat er uns auf diese Meisterschaft vorbereitet mit hervorragenden Leistungen. Und Sie waren damals Mitglied der legendären Gardlager 11. Was hat das auf sich gehabt? Ja, die Gardlager war so unsere Heimat und da haben wir unsere Spiele absolviert und wir waren immer ganz eifrig bei der Sache. Wir hatten zwei Trainingstage, dienstags und donnerstags, aber außerdem haben wir mittwochs und freitags auch noch extra trainiert für uns. Und das macht sich auch bezahlt, denn 1939 schafft die legendäre Gardlager 11 den Sprung in die Endrunde zur deutschen Meisterschaft. Die 40er Jahre bringen den legendären Adi Vetter hervor. Er schießt für den VfL 154 Tore und so kann der Verein für Leibesübungen zweimal den ersten und einmal den dritten Platz in der Gauliga Niedersachsen belegen. Mitte der 50er Jahre, als man in der Oberliga Nord spielt, überzeugt der durch Einsatz und Kampfgeist bekannte Walter Bulig. Zusammen mit Hannes Altenkirch bildet er das wohl eindrucksvollste und zuverlässigste Verteidigergespann des Nordens. In seiner 40-jährigen Spielzeit beim VfL kann er einige schöne Erlebnisse verzeichnen. Meine schönste Zeit war von 55 bis 68, wo ich gespielt habe. Und wir haben viel Spaß gehabt. Und meine schönste Zeit war die Spanienreise gegen die Nationalmannschaft gegen Spanien. Das war 62, als die Spanier sich auf die WM in Chile vorbereitet haben. In Chile, richtig. Und da hat der VfL Chile. Osnabrück in Spanien gegen die Nationalmannschaft festgestellt. 2-2 erst und dann haben wir 5-0 verloren. Ne? Ja, denken Sie mal an Österreich, wie stark der VfL Osnabrück heute noch ist. Ne? Und Sie haben damals, glaube ich, gegen den legendären Gento gespielt. Ja, gegen Gento. Also ich bin nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, ich ziehe die Schuhe aus, ich spiele kein Fußball mehr, weil er mich so nass gemacht hat. Es wird trotzdem weiter gespielt, unter anderem mit der späteren Trainergröße Udo Lattek, der 1962 sein Spielerdebüt beim VfL gibt und ihn 1965 wieder Richtung DFB verlässt. Doch auch ohne Udo Lattek kann man Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre drei Meistertitel in Folge verzeichnen. Kapitän der 69er Meistermannschaft ist Karl-Heinz Wöpka alias Zorro, der sich noch heute gerne an die Zeit von damals erinnert. Es war eine schöne Zeit, die wir ja auch gerade in Osnabrück beim VfL erlebt haben, mit allen Entbehrungen. Und unsere größte Freude war es, überhaupt mal auf der Bremer Brücke auf dem grünen Rasen aufzulaufen. Und als das gelungen war, hat man sich darüber gefreut. Wir haben als Jugendspieler überhaupt nicht daran gedacht, wie es heute der Fall ist, irgendwann mal mit dem Fußball Geld zu verdienen. Und unsere größte Freude war, vernünftige Vorbilder zu haben. Und wenn ich so an Frau Vetter denke, mein Vorbild war Hannes Haferkamp, vierfacher Nationalspieler, gleiche Generation wie Herr Vetter.
Da bin ich mit Begeisterung schon als Achtjähriger zum VfL gefahren, hier auf dem Trittbrett mit dem Sonderzug vom Pferd, und meine Eltern waren ausgebombt. Das war für mich eine Befriedigung dermaßen, habe ich immer gedacht, Mensch, da möchtest du einmal spielen. Und ich kann heute nur allen raten, genauso zu denken, auch unsere Fans und auch unsere Sponsoren, die auch mit Herz und Seele dabei sind. Anders geht es heute gar nicht mehr. Einfach mit Herz und Seele dabei zu sein, sich zu erfreuen für die Begeisterung der Fußballer. Es ist wirklich etwas, was ein Leben auch prägt. Und das hat mich auch geprägt. Und mit Herz und Seele werden am 23. September 1978 sogar in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals die großen Bayern mit 5:4 besiegt. Im Münchner Olympiastadion gibt es Offensivfußball vom Allerfeinsten. Nach der Führung durch Horstmann scheint alles normal im Sinne des Klassenhöheren zu laufen. Doch es entwickelt sich ein typischer Pokalfight. David schlägt Goliath. Strunk, Nordmann und Reimal Wagner schenken Bayern-Keeper Sepp Maier reichlich ein. Die Pokalsensation ist perfekt. Eigentlich oder an dem Nachmittag eigentlich auch ein paar Bälle gehalten? Ja, soll so gewesen sein, aber hin und wieder haben sie mich mal angeschossen. Das hat man mir erzählt anschließend. Die Frage ist einfach nur so der sportliche Hintergrund. War das so, dass die Bayern permanent an dem Tag eigentlich überlegen waren und ihr habt geschickt gekontert oder wie war das gewesen? Ja, wir haben geschickt gekontert, wir haben auch gut gespielt. Mhm. Und die Bayern haben uns wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, nehme ich mal an. Wir hatten nichts zu verlieren. Wir hatten eine relativ neu formierte Mannschaft. Wir waren, so wie ich war das erste Jahr in Osnabrück. Und von daher sind wir relativ unbedarft in die Sache rangegangen. Wollten natürlich gewinnen, wollten die Sensation schaffen. Haben auch daran geglaubt im Vorfeld. Und dann, dass es dann letztendlich so gekommen ist, okay, das war natürlich eine Riesensensation. Wir sind mit dem Nachtzug gefahren oder mit dem Spätzug gefahren und sind um 10 angekommen und mussten vom Hotel, das war ein Billighotel, noch, schätze ich mal, 1,5 Kilometer zum Restaurant zu Fuß gehen. Und dann mussten wir auch alle wieder zurück und Reinhold und Atze habe ich im Griff gehabt und gesagt, komm, wir biegen mal ab hier und die anderen, wir müssen vor so einem Spiel was Besonderes machen, sonst haut er sowieso nicht hin. Und dann sind wir 2 Stunden später gekommen und da standen alle schön Spalier und ich sage, einfach gerade durchgehen. Oh, wir sind zu Bett gegangen und nächsten Tag haben wir sie weggezogen. 1977 tritt Hartwig Piepenbrock das Amt des VfL-Präsidenten an. Unter seiner Führung schafft der VfL Osnabrück den Sprung in die zweite Liga. In der Saison 83-84 belegt der Verein leider nur den 19. Platz. Das bedeutet den Abstieg in die Oberliga Nord. Hingegen allen Erwartungen gelingt 1985 der direkte Wiederaufstieg in die zweite Liga. 1995 erspielen sich die Kicker des VfL die deutsche Amateurmeisterschaft. 1999 wird das Ziel zweite Bundesliga nach der Meisterschaft in der Regionalliga Nord nur knapp verfehlt. Doch zunächst einmal gilt es, das 100-jährige Vereinsbestehen zu feiern. Zahlreiche Gratulanten, darunter auch der Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, der langjährige Präsident und Mäzen des VfL Hartwig Piepenbrock, Spieler vergangener Zeiten sowie Sponsoren und gute Freunde des Vereins sind gekommen, um mit dem VfL einen unvergesslichen Abend zu erleben. 100 Jahre VfL, ein Prost auf unseren Verein. 100 Jahre VfL, so alt wird doch kein Schwein. Noch 100 Jahre und viele mehr, VfL Osnabrück. Wünschen wir von Herzen dir Happy Birthday und viel Glück. Wünschen wir von Herzen dir Happy Birthday und viel Glück. Und alle 100 Jahre VfL, ein Prost auf unseren Verein. 100 Jahre VfL, so alt wird doch kein Schwein.
Musik, Tanz und Unterhaltung stehen im Vordergrund der Gala, ob informativ mit Uli Potowski im Osnabrücker Sportstudio, erlebnisreich im Foyer oder tanzend im großen Ballsaal. Für jeden ist etwas dabei und so feiert man in heiterer und ungezwungener Atmosphäre bis tief in die späte Nacht hinein. Eindrucksvollen Bildern stellt sich die Frage, ist das typisch für den VfL Osnabrück? Typisch VfL Osnabrück ist vielleicht dieses super geile Fußballstadion, wenn ich das mal so sagen kann. Wir haben überragende Fans und es ist jedes Mal ein wunderschönes Gefühl, wenn man da vor 10.000, 15.000, 20.000 ins Stadion einläuft und dann diese lila-weißen Fans da sieht und Schals, ist schon ein schönes Gefühl. Wir geben immer alles und versuchen immer zu gewinnen und das ist ganz wichtig. Wir spielen nicht auf Unentschieden, sondern versuchen jedes Spiel zu gewinnen, auch wenn es nicht immer klappt. Und deshalb haben wir auch, glaube ich, in letzter Saison so viele Zuschauer gehabt. Typisch für VfL Osnabrück ist das Stadion, die Zuschauer, die halt immer kommen. In so einem Stadion zu spielen, also für VfL ist unser Vorteil, dass wir halt zu Hause 7.000 oder 8.000 Zuschauer im Schnitt haben, das ist natürlich VfL Osnabrück. Und wie steht's um die Stimmung in der Mannschaft? Der Zusammenhalt ist sehr gut. Also jetzt ist es ein bisschen früh zu sagen, wir haben neun Spieler, aber ich glaube schon, dass es also sehr, sehr, sehr gut sein wird. Wenn man immer gewinnt und man oder öfters gewinnt, ist es halt einfacher zusammenzuhalten. Aber wir müssen halt sehen, wenn wir ein paar Mal hintereinander verlieren, wie das wird. Ist sicherlich schwerer. Dass sich nun nicht alle top verstehen, ist natürlich auch klar, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Stimmung gut und das macht auch Spaß hier. Vielleicht können wir die in der einen oder anderen Situation vielleicht noch ein bisschen enger zusammenrücken. Die mannschaftliche Geschlossenheit muss noch ein bisschen mehr zum Tragen kommen. Ja, und dann wird sich zeigen, ob wir eine gute Mannschaft sind und wenn wir eher enger zusammenrücken, dann haben wir bestimmt Erfolg. Wir sind nicht 15 Freunde, aber es ist auf jeden Fall so, dass jeder dem anderen hilft und das ist das Wichtigste. Na gut, wir haben für diese Saison einen Kader von 24 Spielern, da ist der Konkurrenzkampf groß, der ist da und der muss auch da sein, um erfolgreich zu sein. Und der Trainer wird die besten 11 wohl aufstellen und ich hoffe, dass wir mit diesen 11 dann auch erfolgreich sind. Jeder will spielen, dafür ist er da, er will Fußball spielen. Leider können nur 11 Mann spielen und von daher ist jetzt schon von vornherein klar, dass Konkurrenz natürlich in der Mannschaft ist. Es ist jetzt ein neuer Trainer da, der wird das, also alle Spieler fangen bei Null an, das ist auch ganz gut so. Vielleicht auch ein Vorteil für uns und wir sind halt durch unsere Neuverpflichtung meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen in der Breite ausgeglichener besetzt und das schürt schon den Konkurrenzkampf. Stärken, ja, ich glaube, das haben wir diese Saison gezeigt, indem wir einen hervorragenden Angriff hatten. Wir haben viele Tore gemacht, wir haben mit drei Stürmern gespielt, die Tore gut verteilt auf die ganzen Offensivspieler. Zudem haben wir eine, ich sag mal, überragende Abwehr mit dem besten Torwart der Regionalliga, mit einem sehr guten Libero und wir haben in der Abwehr auch, wir haben die beste Abwehr gehabt und wir haben hinten ganz souverän gestanden. Und somit sollten wir uns vielleicht nur noch im Mittelfeld auf der einen oder anderen Position ein bisschen mehr verstärken und dann haben wir schon eine ganz gute Mannschaft.
das wird sich die Saison zeigen. Also wir werden mit Sicherheit eine andere Taktik spielen jetzt unter dem neuen Trainer und haben ja auch ein paar Neuzugänge. Deshalb der eine oder andere wird wahrscheinlich ins Team eingebaut. Das kann ich jetzt noch am Saisonanfang nicht sagen, aber ich denke schon, dass es weiterhin so sein wird, dass wir in der Offensive halt unsere Stärken haben. Also die ganze Mannschaft meine ich damit und Schwächen kann ich nicht erkennen. Die Stärken liegen auf jeden Fall im Offensivspiel. Schwächen vielleicht, wie ich vorher erwähnt habe, dass wir nach dem 1-0 halt ein bisschen zurückfallen und dass wir die andere Mannschaft spielen lassen. Aber insgesamt, wir haben viel mehr Stärken als Schwächen. Wir haben neue Spieler dazu bekommen. Wir haben den Guido Spork und den Michael Müller als Mittelfeldspieler dazu bekommen. So, und den Marco Kück in der Abwehr vom HSV Amateure und mit dem Manuel Greil vom SV Verl auch noch einen zweiten Torhüter. Nach den Strapazen der letzten Wochen der Saison 98-99 stellt sich die Frage, ob der enorme Druck für einige Spieler eventuell zu groß war. Nein, auf jeden Fall nicht. Also wir wären kein Fußballer, wenn wir halt nicht erwarten, dass wir Meister werden oder dass wir aufsteigen. Also wir sind alle enttäuscht, dass wir dieses Jahr nicht aufgestiegen sind, aber das können wir nächstes Jahr auch schaffen. Man kann nicht immer nur gut spielen, man spielt auch mal schlecht, das ist ganz normal. Aber die Frage, ob sie zu hoch sind, glaube ich nicht. Also für mich sind sie nicht zu hoch. Man kann sie nicht immer erfüllen, aber das müsste eigentlich jedem klar sein. Ja gut, wer in Osnabrück spielt, der muss mit dem Leistungsdruck fertig werden. Hier ist ganz klar immer jede Saison das Ziel Meisterschaft und Aufstieg. Und ja, diese Anforderungen muss jeder Spieler an sich selber stellen. Und wer das nicht kann, der sollte nicht beim VfL spielen. Ja, da kann ich nur von mir aus sagen, sind nicht so hoch. Wir haben in Aufstiegsspielen jetzt hohen Druck gehabt, aber es lag auf jeden Fall nicht daran, dass der Druck zu hoch war, sondern fehlte auch wieder das Quäntchen Glück. Glück auf der einen Seite und hartes Training auf der anderen sind für eine erfolgreiche Saison der Grundstein. Was muss sich noch ändern? Ändern sollte sich vielleicht mal, dass wir zusehen, dass wir endlich in die zweite Liga kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir sollten vielleicht mal versuchen, ein bisschen mit der Mannschaft ein bisschen geschlossener zu werden, ein bisschen mehr das Verhältnis innerhalb der Mannschaft zu stärken und dann, denke ich, haben wir eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Wir wären auf jeden Fall mit einem nahezu identischen Kader in die zweite Liga-Saison gestartet. Vielleicht wären die Neuzugänge ein bisschen anders ausgefallen, aber ich denke schon, dass wir auch in der zweiten Liga mit diesem Kader hätten bestehen können. Und von daher hätte sich nicht viel verändert für den einzelnen Spieler. Wir wären erstmal in andere Stadien gefahren, hätten andere Städte gesehen. Jetzt fahren wir wieder nach Wilhelmshaven und Braunschweig, was wir alle schon kennen. Es hätte sicherlich mehr Spaß gebracht, in solche Stadien in Gladbach zu spielen oder gegen Köln zu spielen. Also es hat sich, glaube ich, viel verändert, auch für uns Spieler, die jungen Spieler und die Spieler, die halt noch nicht zwei Liga gespielt haben, so wie ich, viel geändert. Ich glaube, wir hatten viel gelernt und es hätte einen riesen Spaß gebracht, aber wer weiß, vielleicht nächste Saison. Für mich persönlich wäre es eine neue Erfahrung geworden, es wäre eine Herausforderung geworden und das kann auch nur das Ziel eines jeden Fußballers sein, Profifußball. Und zweite Liga wäre für Osnabrück und Umgebung wirklich schon eine Attraktion gewesen. Trotz der sehr erfolgreichen Saison 98-99 bleibt die Erinnerung an den knapp verpassten Aufstieg im Kopf. Welche Erinnerungen verbinden die VfLer mit dem soeben beendeten Spieljahr? Also mir hat es einen riesen Spaß gebracht, Meister zu werden und diese Aufstiegsspiele zu machen. Also ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht. Ich werde das nie in meinem ganzen Leben vergessen, was wir letztes Jahr geschafft haben. Ja, am Anfang war natürlich erstmal sehr deprimierend, wenn man es denn nach so einer langen Saison nicht schafft. Aber jetzt ist eine neue Saison. Wir müssen das ganz schnell abhaken, jetzt die letzte Saison. Wobei die auch eigentlich sehr schön war. Für mich muss ich ehrlich sagen, jetzt habe ich es abgehakt, die neue Saison fängt an. Wir trainieren jetzt ordentlich wieder und werden sehen, was in der neuen Saison passiert. Ja gut, es war so, dass es eine der größten Enttäuschungen war in der Vereinsgeschichte und ich denke auch für jeden einzelnen Spieler von uns, weil wir ganz nah dran waren zweimal und es nicht geschafft haben. Aber klar, für mich ist es jetzt auch so, ich bin in Osnabrück geblieben, weil ich unbedingt aufsteigen will und die Motivation ist da und alles andere als Platz 1 ist auch für mich persönlich uninteressant. Wir hätten alle lieber in der zweiten Liga gespielt, aber es nützt halt nichts, es ist jetzt abgehakt.
wir greifen wieder voll an und in der neuen Saison ist man immer wieder voll motiviert und versucht halt das Saisonziel zu erreichen. Nächstes Jahr wird hier in der Regionalliga eine ganz harte Saison, weil nur die ersten fünf kommen sicher in die neu geteilte zweigeteilte dritte Regionalliga. Das muss natürlich unser Hauptziel sein in dem Bereich, dass wir da auf jeden Fall reinkommen. Und natürlich immer wieder unser Ziel, Aufstieg in die zweite Liga. Wir sind letztes Jahr Meister geworden und dieses Ziel streben wir natürlich in diesem Jahr wieder an, obwohl es sehr schwer wird in diesem Jahr. Wir wollen auf jeden Fall wieder Meister werden. DFB-Pokal vielleicht eine Runde weiterkommen, vielleicht noch zwei, oder aber auf jeden Fall Meister werden. Ich glaube, es ist wichtig für den Verein jetzt, dass wir unter den ersten sechs kommen, aber unser Ziel als Spieler muss halt Meisterschaft sein. Wir werden natürlich alles dran setzen, dass wir ähnlich wie in der vergangenen Saison auch möglichst weit oben spielen, das heißt den ersten Platz zu belegen. Wir wissen aber, dass die Konkurrenz unglaublich stark ist. Wir haben aufgerüstet, selbst solche Mannschaften wie Kloppenburg, Lübeck, Braunschweig, Meppen. Also da werden genug Konkurrenten dort sein. Auch Werder Bremen, Amateure gehört dazu. Wir wissen auch, man ist ja nicht qualifiziert automatisch für die zweite Liga, wenn man hier erst ist. Wir haben das leidvoll erfahren müssen. Ich weiß auch, dass im Nordosten Mannschaften wie die Leipziger oder Union Berlin oder Dresdner Vereine unglaublich aufrüsten. Der größte Unterschied ist meiner Meinung nach die Zweikampfstärke der zweiten Liga und dass halt disziplinierter gespielt wird und die Mannschaften halt in sich auch in der Breite sehr kompakt sind. Und es ist halt schwer, auch auswärts ein Tor zu schießen. Die Spiele in den Spielen fallen halt nicht so viele Tore, daran sieht man schon, dass sie sehr diszipliniert spielen. Ja, in der zweiten Bundesliga wird härter und schneller gespielt. Das ist wahrscheinlich mit der größte Unterschied, so vom technischen Bereich, technisch-taktisch wird sich das nicht viel nehmen. Aber zweite Bundesliga ist sehr kampfbetont, sehr laufbetont. Das ist auf jeden Fall finanziell ein riesengroßer Unterschied. Es ist die Medienpräsenz, dass halt bei jeder Trainingseinheit oder so mal ein Kamerateam ist, dass man die Spiele jedes Mal am Wochenende im Fernsehen sehen kann. Und dazu kommt natürlich auch das Spielerische. Die zweite Liga ist bestimmt kämpferisch stärker als die dritte Liga und da sind genug gute Mannschaften, wie man es in dieser Saison sieht. Ja, die sind alle einen Tick besser. Das macht sich schon da bemerkbar. Meistens sind sie etwas ausdauernder, etwas zweikampfstärker, etwas schneller und vor allen Dingen auch taktisch geschulter. Insgesamt etwas, die einzelnen Spieler sind einfach ein bisschen besser. Also ganz klar, ich selbst bin ein großer Kritiker der Kommerzialisierung in der Form, wie sie im Moment stattfindet. Ich glaube, dass dies den Fußball langfristig kaputt machen wird. Ich habe persönlich gute Drähte auch nach Spanien. Ich weiß beispielsweise, was dort im Profifußball auch läuft und sehe, wie dort sich die Menschen immer mehr abwenden auch von dem eigentlichen Produkt, nämlich Fußball. Und das ist doch immer mehr kommerzielle Interessen, die man gar nicht mehr so richtig einschätzen kann. Man weiß letztlich gar nicht mehr, wer verdient eigentlich an diesem Milliardengeschäft, das es mittlerweile geworden ist. Heute Morgen habe ich die Schlagzeile in der NOZ, unserer Zeitung hier in Osnabrück, gelesen. Das Millionenspiel ist eröffnet. Der Ligapokal boomt. Die Millionarios kommen zur Bremer Brücke. So, und wenn wir das als Regionalligist hier so sehen und wir feststellen, dass wir ehrenamtlich 4 Stunden jeden Tag für den Verein arbeiten und es unterm Strich nicht reicht und dass wir hier also Unglaubliches leisten müssen, auch mit der Mannschaft natürlich und Trainer, und sehe, wie dann einfach mal so ganz locker von den Millionären gesprochen wird, dann muss ich ehrlich sagen, wird mir Angst und Bange um die Zukunft. Und ich finde einfach es traurig, dass beispielsweise ein Spieler wie Thomas Hässler im letzten Jahr, der zu Borussia Dortmund gekommen ist, ja, Jahresgehalt 5 Millionen Mark, mediengerecht inszeniert, keiner richtet sich mehr in dieser Gesellschaft offensichtlich über dieses Missverhältnis auf. Wir haben in einer Gesellschaft, in der es immer mehr Arbeitslose gibt, in der es immer mehr Obdachlose gibt. Dort werden Leute für Fußballspiele mit 5, 6, 7, 8 Millionen D-Mark bezahlt. Und da muss man sich schon Gedanken machen, wo das hinführt. Und da ist meine These, sie wird dahin führen, dass sich die Menschen immer mehr vom sogenannten Spitzenfußball abwenden. Die Erfahrung macht man jetzt schon im Merchandising-Bereich in den großen Vereinen. Und das ist aber die Chance für uns Regionalligisten, für Vereine, die mehr die Region entdecken
um hier doch die Begeisterung, die hier um den Fußball herum, muss man wiederum den Medien natürlich hoch anrechnen, die dazu beigetragen haben. Das ist gar kein Thema, das ist ein Geben und Nehmen. Aber das ist die Chance für die Regionalligisten, hier doch in den nächsten Jahren noch für mehr Euphorie zu sorgen, als das bisher schon der Fall ist. Die Euphorie ist immer da, wenn man erfolgreich spielt und entsprechende Resultate abliefert. So war es auch in Osnabrück. Das war natürlich hervorragend. Leider hat uns das Quäntchen Glück gefehlt, um letzten Endes doch in die zweite Liga aufzusteigen. Auch beim großen Sommerfest an der Bremer Brücke gibt es einiges zu erleben. Bei Wind und Wetter, das hat schon Tradition, sind wir Fans bei dir. Bei dem Stadion, da gehst du an auf die Spitzkatze. Sensationell, auf und geile Stimmung von VfL. Gegner hat's bei uns ziemlich schwer. Keine Gnade, die Punkte werden immer mehr. Haut das wieder ins Netz, die Jungs sind super drauf. Und hält einfach keiner mehr auf. VfL Osnabrück, VfL Osnabrück, VfL Osnabrück. Wir sind alle heiß auf lila und weiß. VfL Osnabrück, VfL Osnabrück, VfL Osnabrück, wir sind alle heiß auf lila und weiß. Hey, 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 VfL, wir waren noch niemals so stark. Und das wird jetzt so bleiben bis zum allerjüngsten Tag. Wir gehen drei Schritte vor, nicht ein zurück. Als Supersahne VfL Osnabrück. VfL Osnabrück. VfL Osnabrück. VfL Osnabrück. Wir sind alle heiß auf lila und weiß. VfL Osnabrück. VfL Osnabrück, wir sind alle heiß auf lila und weiß. Vor dem eigentlichen Turnier mit den Vereinen FC Gütersloh, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld und dem Gastgeber VfL Osnabrück geben sich die Oldies von Arminia Bielefeld und die Lila-Weißen an der Bremer Brücke ein Stelldichein. Ehemalige Zweitligagrößen beider Vereine wollen es noch einmal wissen. Einige Spielszenen lassen schnell erahnen, wie stark einst beide Mannschaften waren. Taktisch versiert, durchtrainiert und gefährlich im Abschluss. So präsentieren sich die Old Stars im Piepenbrock-Stadion. Und dann ist es endlich soweit, die neu formierte und aktuelle Mannschaft des VfL Osnabrück betritt den Rasen zum ersten Spiel dieses Turniers gegen den FC Gütersloh. Die Anweisungen des Trainers werden schnell umgesetzt und so finden die Osnabrücker trotz hoher Temperaturen und der frühen Phase der Vorbereitung schnell zu ihrem Spiel. Guck mal in der Mitte reicht raus. Drückt die nach, komm hoch. Komm hoch, komm.
Mit dem 2:0 macht Janjak dann alles klar für das Endspiel. Selbstverständlich gibt es auch wieder lecker Torte und so kann man gut gestärkt in das Endspiel gegen Bielefeld ziehen. Die Jungs von der Alm gewannen am Vortag souverän gegen Holstein Kiel. Der VfL nutzt das Spiel gegen den Erstligisten, um seine Neuzugänge Jonathan Akonor, Michael Müller, Guido Spork und Marco Küpp zu testen. Es entwickelt sich gemessen an den extremen äußeren Bedingungen ein engagiertes und kampfbetontes Spiel. Auf beiden Seiten kommt es zu zahlreichen Torchancen. Der VfL geht sogar durch das Tor von Joe Enox mit 1:0 in Führung. Leider legen die Bielefelder zwei Tore nach und gewinnen das sehr faire und ausgeglichene Endspiel letztlich mit 2:1. So verfehlen die Osnabrücker den Sieg des Turniers nur knapp. Obwohl der Traumaufstieg in die zweite Bundesliga leider nicht umgesetzt werden konnte, können die Osnabrücker trotzdem stolz auf das Erreichte sein. Wichtig war damals vor 2 Jahren, wo wir angetreten sind, überhaupt den Konkurs abzuwenden. Das war also sehr wichtig. Das zweite war, Herrn Schock damals zu überreden, auch den Trainer zu machen, was sich auch erwiesen hat, dass es sehr erfolgreich war. Und natürlich jetzt nach dieser Niederlage in Lübeck doch noch die Meisterschaft zu erringen. Das war schon ein toller Moment. In diesem Job seit 3,5 Jahren hatten wir einige schöne Highlights, aber natürlich ist das schönste Highlight gewesen, hier im Stadion eine Meisterschaft noch zu erzielen, hier im Stadion, wo keiner mehr mitgerechnet hat. Und es war eine Riesenatmosphäre und das war also schon in den letzten 3 Jahren natürlich das Schönste. Das sind sicherlich zwei Ereignisse, besser gesagt. Ein Top-Ereignis war die Meisterschaft. Wir sind am letzten Spieltag noch überraschend, dennoch verdient Meister geworden. Das war eine Begeisterung dieser Stadt, eine Euphorie, die sich hier auf einmal breit gemacht hat. Damit konnten wir nicht rechnen. Es waren über 20.000, 30.000 Menschen hinterher in der Stadt, die gefeiert haben. Und man hat doch gesehen, welches Nachholbedürfnis in dieser Stadt ist, um einfach auch mal Top-Ereignisse feiern zu können. Was mich darüber hinaus, weil es ein etwas längerer Zeitpunkt in Anspruch nimmt, zufriedenstellt, was mir Freude bereitet, ist die Begeisterung, die vor allem bei den jungen Leuten festzustellen ist. Also es sind immer mehr 12- bis 18-Jährige, die sich VfL-Schals kaufen und die diesen Verein unterstützen. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir kurz vorm Konkurs standen, aber ich denke, aufgrund der sportlichen Situation der Mannschaft, besonders im letzten Spieljahr, hat sich im Wirtschaftlichen einiges verändert. Das heißt, wir gehen wesentlich gestärkter in die neue Saison und wir werden mit Sicherheit auch jetzt in dieser künftigen Saison eine schlagkräftige Mannschaft zusammen haben. Richtig unzufrieden war ich, obwohl ich das vorher schon wusste, ist eigentlich der Umstand, der zur Unzufriedenheit geführt hatte, dass wir Meister geworden sind, der Regionalliga Nord, und ich glaube in ganz Europa der einzige Verein sind im bezahlten Fußball, und die Regionalliga gehört zum bezahlten Fußball.
dass wir nicht automatisch aufgestiegen sind in die zweite Liga. Dies halten wir für ungerecht und dies macht unzufrieden. Zumal man dann hinterher die Relegation eben gegen Kickers Offenbach nicht geschafft hat. In der Regionalliga, was das Sportliche betrifft und die Wirtschaftlichkeit in der Regionalliga, sieht allgemein schlecht aus, weil halt die Fernsehgelder nicht dementsprechend sind. Wir haben uns natürlich selber dort geholfen, das heißt, seitdem wir keinen Hauptsponsor mehr haben, haben wir einen Club Lila-Weiß aufgebaut, der jetzt mittlerweile zwischen 90 und 100 Sponsorenbereich liegt, dass man das auf mehreren Schultern verteilt und dort die Wirtschaftlichkeit des VfL, sag ich mal so, gesichert sieht. Aber generell gesehen, Regionalliga ist immer sehr schwer und deswegen hoffen wir auch umliegend um die Wirtschaft drumherum und Osnabrück, dass es da vorangeht. Wir arbeiten auf jeden Fall gut dran. Man muss ja differenzieren zwischen dem sportlichen Bereich und zwischen dem wirtschaftlichen Bereich. Und was sich auch sicherlich verbessern müsste, wären die Rahmenbedingungen für Regionalligisten. Es kann nicht angehen, dass wir unter dieser Wettbewerbsverzerrung so leiden. Wir bekommen jetzt im nächsten Jahr 250.000 D-Mark, dachten wir, wird gar nicht ausbezahlt. Der DFB wird dieses Geld einbehalten, um es den Berufsgenossenschaften anzuweisen. Im Westen Regionalliga und im Süden werden schon 500.000 Mark bezahlt. Dort hat man auch bessere Vereinbarungen getroffen, so unser Wissensstand mit den Berufsgenossenschaften. Das gehört mit zu diesen Rahmenbedingungen, wir müssen, die verbessert werden müssten. Also die Gelder, die wir bekommen, sind einfach zu wenig. Die dritte Liga. Wir müssen eine Mannschaft finanzieren, die ähnlich wie in der zweiten Liga Spiel- und Gehaltsniveau haben und trotzdem sind wir in der Regionalliga und können eben nur mit diesen Fernsehgeldern rechnen. Also da müssten die Rahmenbedingungen wirklich verbessert werden. Ja, es wird sich also auf jeden Fall ändern, dass in dem Bereich das Wirtschaftliche, weil in der zweiten Liga werden 5,2 Millionen Fernsehgelder gezahlt. In der Regionalliga bekommen wir zurzeit überhaupt keine Fernsehgelder. Das sagt eigentlich schon alles aus. Und deswegen muss auch das Ziel sein, hier in die zweite Liga zu kommen. Also ich denke, dass da überall noch ein Feinschliff stattfinden müsste. Ich denke, in der Geschäftsstelle müsste mehr getan werden, müssten noch Leute eingestellt werden, um das Ganze professioneller abarbeiten zu können. Die Illustration unserer Trainingsstätte müsste sicherlich noch verbessert werden, aber ich denke, sonst wäre der Verein bereit, ja. Ja, mit der sportlichen Situation, um auch etwas Positives rüberzubringen, am 100-jährigen Geburtstag sind wir sehr zufrieden. Also wir sind im jetzt dritten Jahr der Aufbauarbeit durch Volker Schock, der ja, wie Sie wissen, nicht mehr unser Trainer sein kann, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste, sind wir dieses Jahr Nordmeister geworden. Wir haben renommierte Vereine wie vor allen Dingen Eintracht Braunschweig glatt hinter uns gelassen und auch den SV Meppen. Also dieses war sicherlich ein großer Erfolg. Darüber hinaus muss man auch betonen als Präsidiumsmitglied, dass wir große Erfolge haben mit unseren Nachwuchsmannschaften, speziell eben auch unsere zweite Mannschaft, die nur zwei Klassen unter unserer ersten spielt und die sehr, sehr, sehr souverän Vierter geworden ist in der Niedersachsenliga. Stärken liegen seit zwei, drei Jahren darin, dass man sagt so, man hat nach außen hin wieder ein Wir-Gefühl entwickelt. Das heißt also, der Vorstand, der junge Vorstand, der arbeitet tagtäglich mit an dieser Situation. Die Mannschaft hat einen gewissen Charakter, den sie also dort hier am Platz darlegt, wo der Zuschauer sagt, naja, ist okay, da kann ich wieder ins Stadion gehen. Also man muss einfach da sehen, dass unsere Stärke darin auch sein muss, dem Zuschauer eine ehrliche Arbeit abzuliefern, sowohl im Vorstand und sowohl auch auf dem Platz durch die Mannschaft. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, wenn man überlegt, dass vor zwei Jahren hier kein großes Interesse mehr am Verein herrschte und dass sehr großer Geldbedarf da war, muss ich sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin. Sportlich wäre es natürlich toll gewesen, in die zweite Liga aufzusteigen, aber sonst bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen, mit der bisherigen Arbeit und mit dem, was wir erreicht haben. Denn den Schnitt von 4.000 Zuschauern von zwei Jahren auf jetzt 8.800 zu erhöhen, das ist schon was für, meine ich. Liebe VfL-Fans, ich kann Ihnen versprechen, wir werden so gut wie möglich arbeiten. Das heißt, die Mannschaft wird alles geben. Ich versuche auch so gut wie möglich hier zu arbeiten, um diesen Erfolg, den wir uns alle wünschen, hier gerecht zu werden. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass der VfL mit seinen Fans genauso hintersteht hinter
hinter uns allen, hinter den ganzen Verein. Auch wenn es mal ein bisschen holpriger laufen sollte, dann braucht man die Unterstützung am meisten und wir werden alles tun, um auch so erfolgreich wie möglich zu sein. Ich hoffe, dass wir uns öfter dieses Jahr sehen werden und dass die Spiele positiv ausgehen werden für uns. Ihr wisst, dass wir alles geben werden, dass ich insbesondere alles geben werde für euch, für mich, für die Mannschaft, für den Verein. Und ich hoffe, dass ihr alle im Stadion kommt, weil also es bringt mir so viel Spaß, wenn ihr alle da seid. Wir sind wieder bereit für die neue Saison. Die alte Saison ist abgehakt und es geht nur auf ein neues und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei den Fans für diese sagenhafte Unterstützung in der letzten Saison. Ich denke, ohne euch wären wir nicht so weit gekommen und dass ihr Fans auch ein ganz wichtiger Punkt wart für meine Entscheidung, noch ein weiteres Jahr in Osnabrück zu spielen. Hallo liebe Fans, ich als Schatzmeister des VfL Osnabrück bin immer bedacht, dass möglichst viele Fans unseren Verein unterstützen, dass es so wird wie in den Aufstiegsspielen, besonders gegen Kickers Offenbach. Es war eine super tolle Stimmung im Stadion und ich hoffe, dass ihr dem Verein in der nächsten Saison, wo es noch härter und noch wichtiger ist, dass ihr den VfL, also uns unterstützt, kommt wieder ins Stadion, feuert die Truppe an und wir werden alle gemeinsam, denke ich, dann auch die Ernte einfahren. Erstmal möchte ich mich bei den Fans unheimlich bedanken, denn ich glaube, unsere Fans sind unser Kapital. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr, sehr harte Arbeit, diesen Verein nach vorne zu bringen, aber ich muss sagen, dieses Gefühl, ob gegen Neppe 19.000, gegen Chemnitz 20.000 oder gegen Offenbach 20.000, diese Leute zu sehen in der Stadt, wie die begeistert sind, über den VfL reden, muss ich sagen, dass jede Minute gut angelegt, die wir dafür opfern. Und ich muss sagen, es ist kein Dortmund geworden hier und macht weiter so. Unterstützt uns weiterhin so toll wie in den letzten 3 Jahren. Das ist für den Verein sehr wichtig. Wir stehen voll hinter den Fans. Ja, die Mannschaft braucht euch, der Verein braucht euch und nur zusammen oder gemeinsam sind wir stark und da seid ihr natürlich ein ganz starker Faktor in diesem Bereich und deswegen kommt wieder zur Bremer Brücke, unterstützt die Mannschaft, auch wenn es mal nicht so läuft. Liebe VfL-Fans, ist natürlich jetzt eine sehr anonyme Ansprache, ich würde euch alle gerne persönlich ansprechen. Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für das, was ihr in den letzten 2 Jahren, vor allen Dingen im letzten Jahr, geleistet habt, ohne eure Unterstützung. Hätte der VfL es nicht geschafft, Meister zu werden, obwohl wir von der sportlichen Leistung her verdient Meister geworden wären. Und wir hoffen und wir gehen davon aus, dass sich die Begeisterung auch ins nächste Jahr hinübertragen lässt und dass ihr im nächsten Jahr genauso, wenn nicht sogar noch mit mehr Anhängern, den VfL unterstützt. Der VfL, das heißt die Mannschaft, der Trainer und das Präsidium werden alles tun, damit eine ähnliche Leistung verbracht wird wie in diesem Jahr. Und vergesst nie, wir alle sind ein Stück VfL Osnabrück. Bremer Brücke ist seit Ewigkeit für alle hier ein Stück Geborgenheit. Ja, das ist wahre Tradition bei unserem VfL im Stadion. Hier wurden Träume geboren, so mancher Held hat seinen Kampf verloren. Das hat uns lila und weiß für immer fest zusammengeschweißt. Wir werden immer zu dir stehen. Der VfL wird nie untergehen. Die guten alten Zeiten haben wir jetzt und hier. Wir sind alle verrückt nach dir. Und zusammen gehen mit dir, VfL Osnabrück. Ist der Weg auch noch so schwer? Wir schaffen alles und noch viel mehr. Zum großen Ziel geht Stück für Stück nur mit dir, VfL Osnabrück. Wir werden immer zu dir stehen. Der VfL wird nie untergehen. Die guten alten Zeiten haben wir.